Hallo, hallo, ich begrüße euch total recht herzlich. Wie ihr merkt, habe ich ein anderes Format und ich habe eine andere Kamera am Start. Ja, es war auch eine 5.1, das bedeutet, dass meine Tonqualität auf eine Art in Ordnung sein müsste. Aber ihr seht am Hand des Range, dass ich halt mal eine andere im Betrieb habe. Also wie gesagt, wir sind YouTuber und bleiben YouTuber, wir sind immer noch beim Sondersender, wir sind immer noch bei Ultra HD Web TV. Hier sitzt nun keiner, weil das habe ich jetzt ein bisschen eingestellt. Worüber soll man denn auch reden? Ich meine, ich habe mir über Pfingsten alles angehört, ich habe mir auch alles angesehen. Ich renne jetzt nicht mit irgendeiner Kamera um die Welt, um da irgendetwas über das Thema, ihr wisst schon, aufzuzeichnen. Das bringt nämlich gar nichts. So, wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir uns alle fragen. Wir fragen uns wirklich und tatsächlich, was geht denn hier ab? Was geht hier wirklich ab? Es wird alles geändert, es wird alles verändert, aber nicht zum Gunsten von Usern, nicht von Gunsten von Schauspielern, Akteuren, von Menschen, die davon leben. Sie leben davon, aber man hat keinen Nutzen davon. So, die auf eine Art viel damit zu tun haben, kommen mittlerweile unter den Rädern. Sie schaffen es nicht. Am Wochenende habe ich mir sogar ein Konzert angesehen. Da wurde ein Schutz gebaut mit Lampen drin und man ging vors Mikrofon und sang seine Lieder und man hat uns das in einem sogenannten YouTube-Livestream dann gezeigt. Es waren auch welche dabei, die man kannte, die also da auch ihre Lieder da gesungen und naja, dann war ja dieser Song Contest, darüber brauchen wir jetzt gar nicht philosophieren. Italien hat gewonnen, ist okay. Wer da gewinnt, ist immer okay. Dass wir immer hinten landen, naja, auch okay, aus welchem Grund auch immer. Natürlich sind einige erbost, das ist klar. Hi. Hallöchen. Grüße. Ja.